Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Mario Party 2. So, letzten 5 Runden Special Ereignis schon. Ich bin erster und der will mir natürlich wieder von mir Münzen grabben. Das sage ich jetzt schon. Da lege ich mich doch mal klar fest, sage ich doch. Das ist so gemein, wenn der Baby Bowser. Gut, das würde gar nicht passen. Warum denn Bowser hier, ey? Ja, ihr habt, glaube ich, gesehen, dass ich den letzten Mal ein bisschen länger gemacht habe. Hier, 2 Parts mache ich hier raus nur noch. Für das Grande Finale. Und da kommt dann noch ein Finale. Deswegen, ja. Goldpilz und los geht's. Yoshi, wir starten in die Vollen. Oder auch nicht. Warte, ich fasse das manchmal nicht, was ich mit dem scheiß Würfel hier kriege, ey. Das ist auch kein guter Schnitt hier, was ich gewürfelt habe. Ah, knapp. War echt knapp. Das war arschknapp, würde ich mal sagen. Gib mir nochmal. Ich brauche eh nur 20 Münzen für den Stern. Da oben kommt meine Ehrenbuhu vorbei, von daher. Okay. Möchte mir einen Strich durch die Rechnung machen. Haben wir die eigentlich schon mal gesehen, die Pilzfee? Ja. Na gut, kann mir aber auch ein Vorteil sein. Oh Gott. Ne, das ist kein Vorteil mehr für mich. Der ist jetzt am Arsch der Welt da drüben. Gut, ich werde trotzdem versuchen, zu Buhu zu gelangen. Ist ja logisch, wenn ich schon den Weg eingeschlagen habe. Wo willst du denn hin? Hä? Das war okay. Hä? Wollen die den scheiß Schlüssel loswerden oder was? Ich verstehe die echt nicht. Das ist mir doch viel zu hoch. Und was willst du? Hä? Ich verstehe es nicht. Aber wir sehen jetzt auch ein Duell. Darum muss man es nicht verstehen. Oder wollte er nur das erreichen? Ein Duell mit seinem Bruder. Ich bezweifle es allerdings ein bisschen. Die Endstation, okay. Ja, das Ende der Station. Also wir nähern uns wirklich so langsam dem Ende der Story, ne? Nur mal so als Randnotiz können wir mal kurz drauf eingehen. Also, ja. Ist eigentlich jetzt nicht relativ die lange Story. Wir werden auf jeden Fall den Party-Modus noch durchzocken. Mit 50 Rundenbrettern, das ist logisch. Das ist aber nichts Neues. Wenn ich werde wahrscheinlich schon in den eisigen Ebenen sein, wenn dieser Part kommt. Wenn schon über die Tiefsee Blubberbad. Aber ihr könnt auch mal eure Ideen in die Kommentare posten. Was ich dann noch zeigen sollte, aber es gibt sonst eigentlich nichts. Das Minispielzimmer, das zeige ich euch nach der Story eh. Weil ich muss gucken, ob ich dann das dann wirklich freigespielt habe, was ich mir will. Aber momentan mit den ganzen S-Sternen sieht das eigentlich sehr gut aus, dass ich das euch zeigen kann. Was man da noch freispielen kann. Oder was man dadurch freispielt, wenn man wirklich so viele S-Stars wie nur irgendwie möglich hat. Und ja, wir spielen jetzt auf jeden Fall Toads Tanztheater. Und ich bin gespannt, ob wie ich jetzt diesmal hier fällen werde. Ich weiß, habe ich das einmal aufgeschrieben, trotzdem gefällt. Das war die Krönung, ey. Das war die Krönung. Goomba Buhu Koopa. Was ist denn die Frage? Die erste von rechts, Goomba. Das war einfach. Drei Sachen, ey. Das ist ja noch einfach, ey. Als wenn die mir 3 Bestellungen aufgibt. Pommes, Pizza, Döner. Ja. So kann man es vielleicht auch merken, ja. Aber ich bezweifle, dass das wirklich funktioniert. Goomba Koopa Buhu, Goomba Buhu. Goomba Koopa Buhu, Goomba Buhu. Okay, ich hab's drin. Frag. Die erste von rechts, Goomba. Der war der allererste. Dann kam Koopa, dann kam Buhu, dann kam Goomba, dann kam Buhu. Oder? Von rechts nach links habe ich das, ja. Waluigi, die Ente ist draußen. Okay, was kommt jetzt? Goomba, Koopa, Buhu, Goomba. Ne, Koopa. Scheiße, Goomba und Buhu. Goomba, Goomba, Buhu, Koopa, Goomba, Buhu. Oh, fuck off, ey. Frag. Zweite. Ja, es ist einfach Koopa. Goomba, Koopa, da habe ich ja meine Probleme mit gehabt. Also hat er nur rechts gefragt. Das war ein Vorteil halt, ne?
Das war dann wieder einfacher. Okay, Luigi und ich haben gewonnen. Okay, das nehme ich gern dankend an. Juhu! Die Best von the West! Oh mein Gott, 36 Talerchen. Und ihr könnt alle einfach nix. So, Luigi. Okay, 4 Runden noch. Die Runde hat sich jetzt hinausgezögert. Habe ich so ein bisschen. Oh, der Countdown! Der Sprenger! Bang, kabum! Das trifft nur diesen Kreis, den sie da drin stehen. Wir setzen den Goldpilz natürlich ein. In der Hoffnung, dass wir nochmal ein Dreierpasch würfeln. Eine 7. Eine 6 und eine 5. Nein, natürlich nein. Sie darf nie fehlen bei mir. Falls euch das schon mal aufgefallen ist. So, ich zeige euch mal, hier ist eine Weggabelung. Da vorne auf einer der zwei Straßen ist eine Falle. Das habe ich im Gefühl. Oben, unten, ich nehme oben. Tschüss, war klar. Und da kommt man dann raus. Von daher, es geht noch. Es könnte um einiges schlimmer sein. Ja. Okay. Oben muss ich lang, oder? Kurz schauen. Ja. Habe ich gerade richtig gelesen, Chance im Felder. Also der Goldpilz ist hier sehr, sehr vorteilhaft, ey. Wie ihr das hier sehen könnt. Komm, hau den Bowser. Jetzt, yes, obwohl das Fragezeichen. Ich weiß nicht, es könnte. Ah, Mensch, die Heischaukel gehabt. Ja, die hatten wir schon. Oh Gott, was nehme ich denn da? Oh, ich nehme die Raubtruhe, um nochmal viel zu vermasseln, ey. Ja. Wo ist die denn? Ganz rechts, okay. Ja, ich nehme die Raubtruhe. Ja, das habe ich mich ja schon festgelegt. Damit sie sich jetzt kein gutes Item mehr kaufen können. Damit blockiere ich ja nur noch quasi. Das ist jetzt die Blockade. Die Traubtruhe ist die Blockade, das Blockade-Item. Für die geilsten Strategien. Mehr ist das ja eigentlich im Endeffekt nicht. So, mal schauen, was er macht. Natürlich geht er auch noch rum, ist logisch. Die Frage ist, oh Gott. Links. Ah, schade, ne? Hast du ja was anderes auf, denke ich mir mal. Und eine 9. Da dreht er auch nochmal seine Runden. Und aktiviert nochmal das Dynamit. Ich weiß nicht, wie viel Dynamit hast du denn da liegen? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. Zählt selber nochmal nach, ey. Es geht mir zu schnell. Lawinen, Schlawiner. Die Schneebälle könnt ihr auch noch zählen, die ich jetzt mache. Hehe. Oh meine Gott, ey. So. Start! Mach den. Ich hab's abgewehrt. Och Gott, ich wollte es gerade abwehren, ey. Mario, du. Halber Schlawiner, ey. Halbe Wiener, ey. Der Gauner gewinnt dann auch noch, ey. Der Gauner hat Erfahrung mit Schnäbeln. Soll das eigentlich die Antarktis darstellen? Mit dem Polarlicht da hinten? Könnt ihr mir in die Kommentare schreiben, ob das wirklich das so darstellen soll. Sieht auf jeden Fall so aus. Ob es ist, ist die andere Frage, ja. Hä, wo gehst du denn lang? Hast du viel Wodka gesoffen? Luigi? Ja gut, der hat ja eh nichts, ne? Er wird ja eh nichts mehr dann verlieren. Und der nächste Goldpilz. Ist glaube ich schon der dritte, den ich einsetze. Und immer ist was Kleines dabei. Okay, dann, ja, dann gut, damit kann man noch arbeiten. Aber das wird denn. Oh, Glücksgeil auch noch. Ja gut, wenn ich noch eine Münze zum Verzocken habe, ey. Ja. Wenn überhaupt. Ich überhaupt eine Münze zum Verzocken habe, ey. So, ich muss da gar nicht drauf bleiben. Tja, ich gewinne trotzdem mehr Platz 1. Waluigi, du musst dich mit mir duellieren. Die beiden Brüder da, die können wir vergessen. Okay, dort. Hat überhaupt jemand den Sternblechen gerade außer Mario? Nee. Jetzt verliere ich, glaube ich, noch mehr Geld, ne? Ja. Jetzt habe ich gar nichts mehr. Jetzt bin ich Powerite. Ah, mit der Kirchenmaus. So, Glücksgeil. Ist aber auch richtig fies, oder? Glücksgeil-Felder oder Chance-Felder in der Ecke. Das ist das Gemeinste überhaupt. Was haben sie denn in keinem weiteren Part mehr... Oder in keinem weiteren Mario-Titel, glaube ich, mehr gebracht, so eine Insel zu bauen, wo dann wirklich die Felder durchgeswitcht werden. Eine Einzigart. Synchronsprung. Ja, wir sind hier nicht bei Synchronspringen mit Stefan Raab und Elton. Nein.
Das wird auch komplett schief gehen, das sage ich euch. Ne. Die Aufgabe trifft dieselbe Figur auf dem Block wie dein Partner. Aber Vorsicht, trifft ihr Baby Boss und dann verliert ihr einen Punkt. Ja, es wird sogar diesen Grafikbug enthalten, natürlich. Goomba 1, Tod 3, Koopa 2, Bowser wie gesagt 1. So, ich muss vorgeben. Oder ihr gebt quasi den Computer vor, er macht euch direkt nach. Ja, so sind sichere, gute Punkte möglich. Aber natürlich ist vor Tod natürlich Baby Boss. Das ist nur normal, oder? Wie man es halt gewohnt ist von den Entwicklern. Ich glaube, 18 Punkte kann man hier im Maximum reichen mit dem Computer, ja. Also Baby Bowser minus 1, Goomba 1, Koopa 2 und Toad 3, wenn ich mich glaube, dass das die Reihenfolge war. Wenn wir jetzt ausprobieren können, oder? Gleich, ich ahne, ich habe bestimmt die beiden vertauscht, Koopa und Goomba. Bestimmt. Ich glaube, Koopa war 2 und Koopa war, glaube ich, 1. Ich habe immer Toad gemacht, deswegen weiß ich das am besten. Okay, eine 4, ne, was, wen habe ich? Obwohl, oh, warte, auf welches Feld komme ich? Ah, ne, dann bringt mir das Handy gar nichts. Dann hätte ich mich selber wählen können. Nein, danke, ich habe die Raubtruhe schon. Ich brauche nichts mehr von dir. Danke. So einfach. Ist das von Baby Bowser da wirklich was zu kaufen? Umgepilz. Das ist das einzige Giftpilz. Das hältst du nur einen mit auf, aber es bringt nicht wirklich was. Also, Toad ist da schon der bessere Verhandlungspartner. Auf jeden Fall. Der geht freiwillig zurück. Aber wir sind noch ein Duell zwischen den beiden. Vielleicht um Geld, was eh bald in das Dynamit investiert werden muss. Ich glaube, das Geld, was er dafür mit dem Dynamit bekommt, da investiert Waluigi für Neues. Aber nur eine Vermutung. Was spielen die überhaupt? Den Turbo-Tunnel, okay. Auf geht's in den Tunnel des Verderbens. Der Koopa-Panzer, der sagt auch jedes Mal mit Stromschlag. Aua, aua, aua. Das freut mich auch, hat man die Koopas, also die Shit, das ist ja Shitgrün. Aber dann den Panzer rausgenommen und dann ein Loch da reingebaut. Das ist ja das gleiche, als wenn ich einen Tiger ausstopfe. Nee, danke. Nee, das ist eh. Das ist auch wieder so ein Thema, ja. Also solche Menschen, ja, so, oh Gott, deswegen, das wäre gar nichts für mich. So, Tigerteppich, ja, aus echtem Fell, ey. Nee, brauche ich nicht. Ist auch schweineteuer aus echtem Fell, ey. Aber nee, die armen Tiere. Armen Tiere, ey. Kann ich mir nicht mehr in den Spiegel angucken, ganz ehrlich. Oh, die, ich glaube, die vermasseln das hier wegen der Zeit schon, ey. 5. Nee, okay, doch nicht. Tja, der gute Luigi gewinnt das. Und nicht der Fiesling. Nicht der fiese Luigi, ja. Der gute Luigi gewinnt. Oh mein Gott, 20 bekommt er, okay. So, okay, was spielen wir denn? Fallball. Hm? Ah, ich habe letztes Mal gewonnen, ne? Durch Glück, glaube ich, war das. Wenn ich immer letztes Mal sage, dann meine ich echt, letztes Mal, wo das Spiel kam. Ich kann mir sowas mehr grundsätzlich merken. Keine Ahnung warum. Oh! Oh, Waluigi, du Gauner, ey. Du bist richtig fettiger Gangster, ey. Der gewinnt dann auch noch, ey. Weil Mario selber runterspringt und Luigi auch von ihm runtergekickt wird. So ein bisschen Glück. Das hätte auch als Kampfminispiel einbauen können, ja. Wenn ich ehrlich bin, Fallball. Also. Na gut, kann man ja viele. Ja, gut, jetzt bringen wir die Hauptruhe auch nichts mehr. Nur das Dynamit könnte jetzt unpassenderweise hochgehen, deswegen hau ich nochmal ab hier. Weil ich möchte mein Geld jetzt nicht verzocken. Komm, gehen wir nach rechts. Ist ja eh egal, ist ja eh wurscht. Ich schaue mich auf mein eigenes Block, war halt noch da. Aber sonst war ja nichts mehr da. Ich glaube, eine 8 ist schlecht für ihn. Schlecht fürs Geschäft. Oh, die werden alle drei erwischt, ey. Bäm! Tja, das Ding sollte gelutscht sein. Ich bin gespannt, ob ich die alle auf 0 Münzen halten kann, ey. Ja, so wie es. Ja! Kommt jetzt auf das Minigame noch an, ey. Ja, ich kann es echt schaffen. Frostiger Fahrt ist, hört sich gut an. Das hört sich quasi gedittet an, ja. Der frostige Fahrt. Start!
So. Okay, Luigi und ich haben das erste geschafft. Und das ohne Probleme. Ich bin schon auf dem Weg, das zweite einzusetzen. Komm, spring, danke. Ah, ich sehe, so Luigi ist noch nicht einmal runtergefallen. Aber es ändert eh nichts daran, ich bin eh schneller. Weil ich nicht so langsam laufe wie ihr. Also, die haben alle kein Geld. Ich habe zwei wirklich pleite bekommen. Die haben noch weniger als am Anfang. Ey, vielleicht sehen wir sogar, wenn sogar Luigi und ich einen Bonus kriegen, dann sehen wir sogar, was passiert beim Gleichstand. Da hätte ich das auch schon mal in der Story gezeigt. Ey, das ist eine Seltenheit, aber es kann vorkommen. Ich sag ja, wir doch gleich ein Duellspielbrett machen können, war Luigi. Es wäre das gleiche gewesen. Zwei Sterne, okay. Und 32 Münzen. Okay, Minispiel geht natürlich an mich. Wer hätte das gedacht? Ich glaube, der Münz auch an mich. Genau. Und Ereignis? Könnte an Mario gehen. Mario und Waluigi, okay. Ah, ich habe den 2-Sterne-Vorsprung für den S-Stern. Jawoll, ja. Und mal gucken, was jetzt abgeht. Ja, war klar. Obwohl es am Anfang echt schlecht für mich aussah, ja, mit dem Goldpits-Kauf, wenn ihr euch noch im letzten Part erinnern könnt, und dann kann ich denn der ist von den ersten 4 Minigames nur eins gewonnen, ey, also kein Geld, ey. So, ja, mit 2 Sternen Vorsprung gewonnen. 90, 52 war das höchste insgesamt. 5 Mal, okay. Nicht schlecht, Herr Specht. 2 Mal tot, okay. Könnt ihr euch ja noch im Detail dann wirklich angucken, wenn ihr wollt. Das ist Rang S. Und ja. Nein, das merke ich mir. Aha, du hast es geschafft. Du willst also das Sternchen? Ja, natürlich möchte ich das Sternchen. Alle Sternchen gesammelt. Woo! Die Sammlung ist komplett. Du erhältst das Hallo 3 Sternchen. Du hast alle Sternchen. Endlich! Wir sind der Superstar. Was willst du denn jetzt? Doch, noch hast du nicht gewonnen. Gegen einen musst du noch antreten. Du willst das wirklich wissen? Gegen mich! Wenn du mich besiegst, dann bist du der größte Super des gesamten Universums. Das Finale beginnt. Sei bereit für den Sternenregen. Der ultimative Fight! Endlich das Finale. Wenn du bereit bist zum Kämpfen, dann wähle mich an. Das machen wir im nächsten Part, wenn es wieder ist. Let's play Mario Party 3!